Unser Island-Trip wurde unterstützt von Camping Cars Iceland, euer Partner für Dachzeltcamping in Island. Haida Deutschland, unsere Wahl in Sachen professionelle Kamerafilter. Cam4Pro.com, euer Online-Shop für Action-Camps, Drohnen und alles, was dazugehört. Helden.de, dem Privathaftpflichtversicherungsprofi für eure und unsere Drohne. Jo, guten Morgen. Wir hatten eine sehr lange Nacht, wie ihr sicherlich mitbekommen habt. Und deswegen haben wir heute ein bisschen länger geschlafen, so bis 8:30, 9:15. Und sind jetzt wieder hierher gefahren, wo wir gestern die Puffins getroffen haben. Und hoffen jetzt, dass wir die nochmal treffen können. Gucken wir mal, ob sie auch wieder da sind. So, guten Morgen auch nochmal von mir. Wetter sieht etwas freundlicher aus. Es regnet zumindest nicht mehr. Aber es ist sau windig. Also uns hat es heute Nacht da oben fast das Zelt vom Dach geblasen. Vorteil davon ist aber, dass das Zelt jetzt trocken ist. Das war gestern ja nicht der Fall nach der Nacht. Und wir hoffen einfach mal, dass es vielleicht, wo wir heute noch so hinfahren, nicht ganz so windig sein wird wie hier jetzt. So, wir haben jetzt hier auf einer wunderschönen Toilette unsere Morgenroutine verrichtet. Genau. Haben wir eine richtig schöne Aussicht. Also eigentlich so eine der schönsten Toiletten der Welt wahrscheinlich. Und teuer war das Ganze auch nicht. 400 Kronen hätte der Eintritt gekostet. Wir wollen jetzt hier nochmal Puffins fotografieren. Hoffen wir mal, dass wir nochmal so viel Glück haben wie gestern. Ja, heute leider keine Puffins. Das war gestern so ein One of the Million Shot. Und wir sind darüber sehr glücklich und gehen jetzt weiter. Micha, ich glaube, wir haben den Leuten noch vergessen, was von heute Nacht zu erzählen. Ja, wir haben uns heute Nacht auch noch mal ordentlich verlaufen. Also waren da sehr orientierungslos. Hatten echt alle Angst, dass wir sterben müssen, aber wir haben es dann doch gepackt. Ja, wir haben nämlich leider vom Flugzeugwrack nicht zurück zum Weg gefunden. Ja, war ein bisschen kompliziert. So, wir leisten uns heute zum Mittag mal ein bisschen was. Wir haben nämlich die Schnauze voll von Brot und Nudeln. Deswegen haben wir uns gedacht, wir essen hier an der Ulis-Tankstelle mal ein paar Burger. Übrigens ist der Kaffee kostenlos, wenn man mit dem Camping-Cars-Auto hierher kommt und seinen Rabatt-Coupon-Chip vorzeigt. Deswegen lassen wir uns jetzt den Kaffee schmecken, wir lassen uns die Burger schmecken und danach geht's weiter. Was ist der Plan für heute? Jo, wir fahren jetzt erstmal Richtung Gullfoss. Im Hinterland soll auch ein bisschen besseres Wetter sein. Wir hoffen mal, dass es am Gullfoss das Hinterland beginnt und dass wir dort endlich mal ein bisschen Sonne abbekommen und richtig schöne Fotos machen können. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, auf unserer Reise zum Gullfoss noch zwei Zwischenstationen mitzunehmen. Und Micha erzählt euch jetzt was über die erste, Skalholt. Jo, wir sind hier auch am Skalholt, also das ist 1056 gegründet worden und war immer ein katholisches Bistum und dann nach der Reformation der evangelische Bischofssitz bis 1806 tächtig. So, wie ihr seht, blauer Himmel hinter mir. Sieht man das? Ja. Ich glaube schon. Und richtig schöne Berge, die im Sonnenlicht glänzen. Sowas haben wir jetzt seit 6 Tagen nicht mehr gesehen und sind richtig froh drüber. Wir sind jetzt hier an unserer zweiten Station Richtung Gullfoss. Und das hier ist der Burbafoss. Oder irgendwie so ähnlich. Auf jeden Fall soll das ein richtig schöner und nicht so von Massentouristen überlaufender Wasserfall sein. Liegt einfach daran, dass man dahin eine halbe, dreiviertel Stunde laufen muss. Und das machen wir jetzt. Jo, es hagelt gerade, 10 Minuten. Geil. Wir sind eingeplant. In letzter Zeit hat es nicht oft eingehalten. Wir gucken mal, wie es jetzt wird.
Wir haben jetzt noch ein bisschen Weg vor uns. Ist nämlich ganz schön weit. So, wir sind jetzt endlich am Burafoss angekommen. So sieht das Ding aus. Und wir versuchen jetzt mal ein paar richtig schöne Fotos davon zu machen. Wir haben unser ganzes Equipment für Langzeitbelichtung mit. Also die zwei Stative, die Filtersysteme von Haida. Und wir schauen jetzt mal, was wir aus unseren Kameras da so rausgeholt bekommen. Wir sind jetzt hier am Burafoss und ich habe da ein paar richtig nice, geile Aufnahmen mit der DJI Mavic 2 gemacht. Der Smart Controller hat mir dabei geholfen. Ich habe sogar mal mit einem ND1000 Filter ein paar Langzeitbelichtungen vom Wasserfall versucht und die sind auch richtig gut geworden. Und wir sind nicht mal die einzigen hier, sondern der Kollege hinter uns, auch DJI Mavic 2 Pro am Start und auch den Smart Controller am Start. Und der hat jetzt auf uns gewartet, dass wir fertig sind. Und jetzt haben wir ihm das Okay gegeben und er wird dann sicherlich auch gleich abheben. Ich hoffe mal, seine Drohne ist auch wie unsere haftpflichtversichert. Unsere natürlich bei den Helden. Wir sind jetzt hier am Burafoss und haben noch ein paar Langzeitbelichtungen gemacht. Meine Einstellung war ungefähr ISO 200, Blende 4 und eine Belichtungszeit von einer Viertelsekunde. Ja, und ich habe mit der A7 R3 und dem 16 bis 35 mm 2.8 G-Master versucht zu arbeiten. Die Einstellung für meine Bilder war so circa bei einer Sekunde Belichtungszeit, Blende 4 und ISO 100. Und wir blenden die euch jetzt mal so nacheinander ein und ihr könnt es dann ja auch unten in die Kommentare schreiben, was ihr von den Bildern haltet. Natürlich haben wir mit den Belichtungszeiten auch viel variiert, also deswegen seht ihr jetzt wahrscheinlich viele unterschiedliche Bilder mit unterschiedlichen Belichtungszeiten. Da hinten bei dem Schornstein steht unser Auto. Wir haben noch viel vor uns, deswegen sollten wir jetzt nicht lang schnacken, sondern auf geht's. Moin, Servus, wir sind hier mal wieder am Gullfoss, also schon wieder, diesmal mit etwas besserem Wetter und das haben wir gleich genutzt, um Videos zu drehen für unseren Sponsor campingcars.is. Und wir haben sogar festgestellt, dass die Leute Drohne geflogen sind, obwohl das hier eigentlich verboten ist. Aber da verliert man doch seinen Versicherungsschutz, oder? Ja, also nicht machen. Ich würde sowas niemals tun. Das ist eine sehr gute Einstellung, David. So, wir haben jetzt für heute alle Plätze, die wir abklappern wollten, abgeklappert und haben auch mehr oder weniger erfolgreich den Tag quasi abgeschlossen.
Jetzt fahren wir in den Pingvellir Nationalpark und suchen uns dort ein Plätzchen zum Schlafen. Und ich habe ja immer noch irgendwie die Hoffnung, dass heute Nacht vielleicht mal ein oder zwei Sterne durch die Wolkendecke durchgucken und wir vielleicht doch irgendwie Astrofotos machen können. Man darf ja noch träumen, oder? Die Bilder seht ihr also hier nicht eingeblendet. Jo, wir sind ja gerade im Pingvellir Nationalpark. Haben wir auf jeden Fall ein schönes Plätzchen zum Schlafen gefunden. Das können wir aber leider nicht benutzen, weil Camping ist ja leider verboten. Also müssen wir nachher nochmal los, machen jetzt ein paar schöne Fotos, weil gut aussehen tut es trotzdem. Und machen wir nochmal los. Und ich denke, wir werden jetzt hier Abendbrot machen, oder? Ja. Unten kleinen süßen Tisch. Da stellen wir jetzt mal den Campingkocher drauf. Und dann schauen wir mal, was wir hier so für Material sammeln können. So Leute, wir wollen heute mal noch über ein bisschen was reden, was wir auch mit dabei haben, was uns auch schon viele Freuden, aber auch viel Leid bereitet hat, sagen wir es mal so. Wir haben ja von unserem Sponsor cam4pro.com eine GoPro Hero 7 Black White Edition. White Edition, ja. Die heißt, glaube ich, Dusk White. Die haben wir von dem Shop zur Verfügung gestellt bekommen. Und haben mit der Kamera jetzt hier schon ein bisschen gearbeitet. Ja, die ist eigentlich bei jeder Fahrt gerade aktiv, dass es so ein Timelapse dreht. Timelapse dreht von der Fahrt einfach. Also aus der Windschutzscheibe raus vorne. Wir haben da so einen Saugnapf oben drin. Und das macht die halt eigentlich richtig geil, gell? Ja. Also die Videos, die sehen krass aus. Ich denke, mittlerweile werdet ihr die schon gesehen haben. Wir sind jetzt am letzten Tag. Ja. Wir haben schon ein paar davon gemacht. Ja, sieht halt aus wie so eine Achterbahnfahrt. Ja, weil das halt immer so mitberechnet, also so ausbalanciert. Das sieht schon wahnsinnig krass aus. Als würden wir damit was für einen Affenzahn da durchheizen. Genau, das ist ja die Kamera, die auch diesen, der quasi Gimbal-Killer, ja? Wo sie immer gesagt haben, krass gute Stabilisierung für eine Action-Cam. Und das stimmt auch, das merkt man auch in diesen Timelapse-Fahrten, beziehungsweise Time-Wrap heißt der Modus, glaube ich. Das ist halt dieses Mitschwenken, gell? Die Kamera dreht sich quasi in die Kurven mit der Bewegung des Autos, dreht sich das Bild und dadurch kommt halt ein ganz anderes Geschwindigkeitsfeeling auf. Für sowas ist die wirklich richtig gut. Erinnert ein bisschen an so eine ICE-Neigetechnik. Ja, genau, Neigetechnik, genau. Ja. Und soll ja der quasi Gimbal-Killer sein und der Osmo Pocket ist ja quasi so die Konkurrenz dazu, nur eben ohne wasserfest. Der Osmo Pocket ist ja der Hero-Killer, also der GoPro-Killer und der killt jetzt wieder ihn zurück. Ja, nur wie gut läuft das halt, gell? Das ist die Frage. Was der Osmo Pocket halt nicht kann, der ist nicht wasserdicht. Also der kann schon einiges ab, aber eben nicht tauchen. Und die Gute hier gestern mit im Pool gehabt. Ja. Geil. Ohne Hülle, ohne alles, gell? Also ist halt komplett wasserdicht. Die ist an sich wasserdicht und das Schöne ist, man kann halt dann auch aus dem Wasser raus und was aufnehmen, weil das Mikrofon dann trotzdem funktioniert. Wenn du jetzt ein Gehäuse um eine Actioncam drum hättest, dann wäre das Mikrofon nicht wasserdicht, gell? Also beziehungsweise das Mikrofon wäre dann wasserdicht durch das Gehäuse. Aber halt nicht draußen, konnte halt nicht aufnehmen. Nicht draußen, das klingt halt dann alles total dumpf oder du hörst dich halt im blödesten Fall gar nicht. Ja. Und hiermit funktioniert das. Das ist auch eine echt schöne Funktion. Aber was ist das Problem der Kamera? Ja, die hat eine Sprachsteuerung. Also das ist schon mal ein Problem. Ja. Die, weiß nicht, die hat uns ständig gehört und dann ist halt ständig gelaufen. Und dann haben wir immer nur gehört, dass der Akku auf einmal leer war. Ja, das stimmt. Also das war richtig nervig. Ja. Also einfach, wir haben dieses GoPro-Piepsen gehört. Dieses, was man so anschaltet. Das hier. Das kam dann irgendwann aus dem Nichts. Kam dann sowas. Und wir haben uns gewundert, hey, was ist denn jetzt? Ja. Die Kamera war das gar nicht an. Micha hatte die in der Jackentasche, komplett ausgeschaltet, aber hat uns gehört. Ja. Jawohl. Ja. keine Ahnung, irgendwann haben wir die Sprachsteuerung einfach ausgemacht. Und was noch? Was noch? Dass sie ständig abstürzt. Genau. Ja, also aus heiterem Himmel stürzt halt immer mal ab. Und auch, auch das Touch-Display ist halt unter Wasser wirklich, es reagiert irgendwie auf alles. Ja, also unter Wasser ist echt schwierig mit dem Touchscreen, weil dann bist du ständig plötzlich wieder bei den Einstellungen oder im Fotomodus, wenn du gerade Videos machen wolltest. Ist ein bisschen tricky. Ich glaube, das kann man aber bestimmt irgendwo ausschalten, dass der Touchscreen dann mal nicht funktioniert oder sowas. Ja, aber ist halt nicht wirklich praktisch. Nee, ist nicht praktisch, genau. Ist halt wie wenn man ein wasserfestes Handy hat und das mal mit ins Wasser nimmt, dann hat das auch haufenweise Ghost-Touches. Und das Einfrieren, keine Ahnung, ob das jetzt an der Firmware liegt. Ich habe die Kamera aber aktualisiert auf die aktuellste Firmware, bevor wir los sind.
Und ja, da muss GoPro noch ein bisschen was machen, damit wir damit so richtig 100% zufrieden sind. Entweder also, haben wir ein Montagsmodell, gell? Oder es ist halt wirklich ein Softwareproblem. Ja. Das wir waren halt zum Beispiel, kann man halt jetzt so schnell nicht feststellen. Nee, wir waren halt gestern einfach in dem Pool da zum Beispiel und dann plötzlich hängt das Bild. Nur im Pool kannst du nicht die Kamera aufmachen und den Akku rausholen, weil dann ist die Kamera definitiv nicht wasserfest und kaputt. Und deswegen wollten wir das dann auch nicht machen. Das Lustige war, nach ca. 2 Minuten ging es wieder. Was soll das? Wir haben schon gedacht, vielleicht ist es der Kamera hier zu kalt. Aber es sind ja nun wirklich keine Minustemperaturen hier. Also wir haben sie 5 bis 10 Grad die letzten Tage gehabt. Und in dem Pool gestern, da waren es 30 Grad. Da hätten die sich richtig wohlfühlen müssen. Wohlig, wohlig warm. Die hat so gedacht, oh, endlich warm. nee, aber keine Ahnung, woran das liegt. Also uns gefällt sie auf jeden Fall gut. Ja. Wir haben sie auch als On-Camera-Kamera verwendet. Also so ein bisschen den Blickwinkel unserer Fotografie einfangen zu können, weil wir ja den Atomos Ninja 5 nicht mit hatten, um den Suchrohr zu filmen. Das wäre ein bisschen groß und schwer gewesen, hätten wir noch mehr Akkus, noch mehr Ladegeräte und so weiter sofort einpacken müssen. Dafür haben wir sie verwendet. Kann übrigens auch 4K 60 aufzeichnen wie der Osmo Pocket. Wie die Qualität aussieht, kann ich euch noch nicht sagen, weil wir die uns noch nicht so richtig angeschaut haben. Ja. Wir haben uns also nur ganz kurz flüchtig halt über Laptop aber schon. Genau. Und ja. Aber die Time-Wrap-Videos, die sind echt gut. Ja, das hat schon Spaß gemacht. Darf man nicht ganz so lange zugucken, da wird's einem schwindelig, aber war auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, und Akkulaufzeit, der hält so circa eine Stunde. Egal, was ihr damit macht, nach einer Stunde ist Schluss. Also Timelapse, hier unsere Autofahrten, können wir mal mit einem Akku circa eine Stunde. Deswegen haben wir auch noch 3 Ersatzakkus gekauft. Damit sind wir jetzt relativ gut hingekommen. Wir haben halt nur wie immer das Problem, dass wir nicht wissen, wie wir es alles laden sollen. Genau. Wir haben jetzt jeden Zigarettenanzünder im Auto okkupiert. Vorne 2 Doppelte. Einer lädt die Powerbank, einer lädt irgendwelche Kameraakkus, einer lädt den Wi-Fi-Hotspot und ein Handy. Ja. Und im Kofferraum noch ein 12-Volt-Anschluss, der lädt die Mavic 2 Akkus. Ja, so lief das dann die meisten Tage, wenn wir hier rumgekutscht sind. Kilometerstand aktuell? 2000. Noch was? 2300 würde ich jetzt schätzen. Kann sein, weil ich gerade nicht. Also wir sind schon 2300 Kilometer gefahren. Wir haben verdammt viel Geld in den Tank geworfen und aus dem Auspuff raus. Sehr viel. Sehr viel, also wirklich viel. Wir denken ein bisschen, das liegt auch an den Spike-Reifen auf dem Auto. Ja, also die Reifen haben relativ wenig Druck. Ja, also jetzt wissen wir nicht genau, ist da so wenig Druck drauf, weil da halt Spike-Reifen drin sind. Und wenn der Druck halt zu hoch ist, dass dann halt nur noch auf den Spike rumtanzt das Auto. Und deswegen haben wir den Reifendruck jetzt auch nicht verändert, sondern fahren halt einfach gediegen. Ja, man darf ja eh nur 90 fahren, das ist ja schon gediegen, aber trotzdem, das Benzin fliegt einfach nur so durch. Ja, wirklich. Und ich denke halt mal auch, das ist mit dem niedrigen Reifendruck natürlich auch für, wenn mal Schnee, Eis ist, hast du mehr Grip oder Matsch oder so. Ja, da kommst du einfach besser durch. Und wir haben es ja selbst schon probiert. Wir kamen durch Matsch einwandfrei durch und auch durch Flüsse. Ja. Yeah. Gestern. Und ja, das war's soweit zur GoPro Hero 7 Black Dusk White Edition. Ist übrigens eine limitierte Edition, kostet ein bisschen mehr, sieht aber irgendwie viel, viel, viel geiler aus als die normale Schwarze. Was kostet die mehr? 30 Euro? 30 Euro, ja. Also schaut mal in den Shop cam4pro.com, da gibt's alles mögliche, was Actioncams, Drohnen und so weiter und so fort angeht. Und das ist echt ein verlässlicher Partner. Preise stimmen auch. Schaut's euch mal an. Genau. Ciao. Ciao. Verabschieden uns jetzt von dieser traumhaften Kulisse für die Nacht. Micha zieht gerade noch die Schuhe aus. Ich habe es mir hier oben schon gemütlich gemacht. In unserem kleinen süßen Schlafgemach. Und mal sehen. Sieht gerade nicht so aus, als ob heute noch mal irgendwelche Sterne rausgucken. Aber vielleicht liegt ja morgen früh ein richtig geiler Nebel über dem See. Gute Nacht. Gute Nacht.